Na gut. Mal kurz speichern. Was kann ich denn hier? Wieder zum Dorfkern gehen? Der Sprengplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Genau, da ging es zu Gizmo, ne? Da kann ich auch gar nicht hin, okay. Lotto sieht so verändert aus. Hat er einen neuen Hut? Hey, Lotto! Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Okay. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! Fällt dir noch was auf? Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not! Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Verflucht tut das weh! Gut so, halte durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Ist klar. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Wäre aber witzig gewesen. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Ist doch fast das Gleiche. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Na gut. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü. Okay, das ist geil. Das finde ich genial.
Den kenne ich irgendwo. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Nehme ich trotzdem mit. Kennen wir ja schon. Das Bild kenne ich auch. Nörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Oh, cool, eine Brücke. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Den ist doch noch gut. Aua. Rückblickend betrachtet, hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Ja, gut. Man kannte ihn nur noch nicht so lange. Dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft raus? So, erstmal schön alles einsammeln. Was geht? Strom. Oh. Drosselglied. Aha, guckst du. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues, etwas anderes, etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Hey, Rufus. Hey, Lon, was gibt's noch? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. In meinem Traum hatte ich andauernd mit diesen Dingern zu tun. Aber da musste ich meinen ersten selbst zusammenbauen. Ich weiche offenbar schon ab vom Skript des Schicksals. Jetzt wäre so ein Da-da-da gut gewesen. Zu spät. Hey, Finger weg. Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Oh. Ein Dart-Wettbewerb? Oh, Junge, da muss ich mitmachen. Sei bitte vorsichtig. Bei deinem letzten Dartspiel habe ich 2 gute Kunden verloren. Oho. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Ist ja doch irgendwie süß. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Hm. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein. Was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Amt. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Noch ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Hm. 2 von 3. Deutlich besser als erwartet. Ich bin ja noch nicht da angekommen. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus, das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden?
Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Ja gut, ich kann es erstmal anwählen. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Das war knapp. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Jetzt dreht sie sich. Hat sie nicht gerade eben... Okay. Oh, da ist ein neuer dazugekommen. Der sagt mir jetzt aber erstmal nicht viel. Ah, okay, so komme ich an eine Flaschenbürste, wofür ich sie auch immer brauchen mag. Aber so käme ich zumindest da dran. Okay. Also ich soll Chronicle nochmal fragen, wie wir denn einen Elefanten fangen können. Oder beziehungsweise wie ich denn den guten Bruder Tuck da überzeugen kann, sich zu erinnern. Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Tja... Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ah, Hauptsache, es funktioniert, oder? Dum-dum-dum-dum. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Ne? Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Ist oder klar. Der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Nein, Moment. Ich glaube, da hat er jetzt das Falsche angenommen. Okay. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Oh. Oh, okay. Das ist natürlich fies. Das heißt also, das mache ich nochmal. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Das ich hasse es, mich zu wiederholen. Das heißt also auch, ich müsste mein ganzes Inventar wieder voll pushen, gell? Achso, warte mal, ich wollte ihn ja noch
kurz nochmal darüber befragen. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Da. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Arm. Ach so, die Erinnerung, okay. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Die Wege des Rufus sind unergründlich. Okay. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Der wirkt irgendwie wie der Psychiater. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Also ich muss dem lieben Bruder Tuck etwas aus Aluminium und Stroh bauen. Was ist das denn? Ach ja, der Bügel. Gut, ich habe gar nichts. Das ist nicht nur zu groß, sondern auch zu cool für dieses kleine, schäbige Dorf. Glas. Ich wollte Glas sagen. Achso, okay. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Ah, warte mal. Eis kann ich mir doch jetzt machen. Ich habe doch jetzt ein passendes Behältnis. Aber Klappe auf hier. Ich habe ein Glas, das ich gerne hier hinstellen würde. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja das hier erstmal. Na gut. Ach so. Ich muss. Das Glas bleibt jetzt da drin. Okay. Na gut. Toll. Okay. So, der muss ich also. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das schon kann. Huhu nochmal. Vielleicht macht das ja selber. Nee. Bleib senkrecht. Wach mir nicht. Okay. Verdammt. Sie haben mich wiedererkannt. Dann kann ich dann vielleicht den Dart-Wettbewerb machen? Kann ich das kurz ausleihen? Saft pressen kurz? Oder Urne mit Asche meiner Großmutter kurz? Wieso? Das habe ich doch beides noch nicht zurückgegeben. Oder doch? Ja, aber die Saftpresse hast du erst 2 Jahre. Wer sagt denn, dass ich die noch hab? Und... Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier. Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Cool. Aber da war doch noch was anderes. Die das Drosselglied. Der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Was ist das? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Okay. Aber wie kriege ich das denn jetzt? Den Pfeil kriege ich jetzt nicht mehr raus. Schade. Aber ich glaube mal, dass da jetzt nichts weiter passiert, wenn ich da nur den Stromumkehrer anbringe. Meine ich. Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Jetzt habe ich ein Glas mit Eis. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Drosselglieder?
Moment. In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Aber ich habe doch jetzt ein Drosselglied. Moment. In solche Fächer passt Stromumkehrer, Verstärkungsglieder. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Ja, ich hab's ja. Na gut. Jetzt habe ich immerhin das Eis. Der ist ja immer noch nicht da, ne? Wie jetzt? Ich brauch... Okay, ja. Jetzt habe ich hier Eis. Nur weil ich Tonis Gläser heilen lassen wollte, bin ich noch lange nicht zur Zimperliese geworden. Kann ich den Bart vielleicht irgendwo... Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Ich sag dazu nichts. Tja, ich dachte, da war gerade was. Ein Schnabeltier! Ein Vampirschnabeltier war das gerade. Aha. Jetzt habe ich Eis. Wofür habe ich Eis? Wofür könnte ich Eis gebrauchen? Wenn ich das überhaupt schon gebrauchen kann. Achso. Das reinste Faulspiel. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Komm schon, Rattenjunge. Lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Du bist vor allem zu vorlaut, Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war besser. Moment, wir können ihn älter machen. Du sollst also einen Rattenmann darstellen? Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Der hält doch so gar nicht. Du verkriechst dich in der Kanalisation. Der hält doch so gar nicht. Ich wollte das ja so... Dazu fällt mir gerade leider... Stimmt, da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. Den Fest. Dazu fällt mir gerade voll. Dazu fällt mir gerade voll. Okay. Okay. Ich brauche jetzt irgendwas. Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohlen vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Aluminium! Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Na gut, dass ich Eis dabei habe. Na toll! Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Da ist was dran. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Gut, dann hole ich mir erstmal wieder Eis. Dann hat das nicht geklappt. Schade.